bist du? Versteckt er sich hier? Vom Onkel Hamza. Wohin laufe ich? Ich bin irgendwie verwirrt heute. Ich hätte HT sagen sollen, nicht Hamza. Keine Ahnung, was das für einen Unterschied gemacht hätte, aber egal. Oh, da hat irgendwas geleuchtet. So, wo verstecken sich diese kleinen Drecksdinger? 7? Wusste ich's doch. 8. 9. Der ist ja ganz easy gewesen. Da quatscht mich irgendjemand wieder Bild von der Seite an. Okay, die anderen zwei müssten hier sein. Nee, weiter rechts. Hä? Wie? Ach, das ist das Innere. So, und der letzte ist auch hier. Den wird aber in Slow Motion, wie immer. Der hüpft auf der Box. Oh Mann, Kohle, auf damit. Bringst mich noch irgendwann ins Grab. Dann muss das Ding noch so bescheuert liegen. Ich komme da nicht ran. Weil Cole sich andauernd irgendwo anders ranhängen will. Das ist schon schlimm, dass die Mission wiederholen und aber jetzt noch solche hässlichen Positionen aussucht. So, aber jetzt Satellite Uplink. Wieso kletter ich hoch? Das weiß ich nicht, das weiß niemand. Aber ich glaube, ich habe diesen Blast-Shard hier gespürt. Ich wusste, dass der hier existiert. Und wenn ich mich nicht irre, müsste noch einer hier irgendwo sein. Oder das in einem anderen Gebiet. Was denn los, ey? Braucht ihr irgendwas gegen Durchfall? Bricht nicht Cole zu Kreuz oder so? Stirb. Perfekt. Satellite Uplink muss wohl noch immer warten. Oh, da ist einer hinter mir. Das ist auch ganz leicht. Oh, ich höre einen Dead Drop. Dead Drop. Wusste. Wieso glitscht er auf 100 Mal, als ich das früher gespielt habe? Nicht ein einziges Mal irgendwo geglitscht. Ups. Kessler und Sasha had a very public falling out today. Also echt, ey, muss das sein? It concluded with Sasha physically attacking Kessler. I was ordered to escort Sasha from the premises, which I did. As she left, Sasha turned and looked at me and said that she'd be back, that we'll suffer and die by her hand. Gotta admit, the look on her face freaked me out a bit. I expect to be reassigned to Kessler. Also echt, ey, lass doch mal alles Sasha in Ruhe. Sie meint es doch nur ganz lieb. Und da hinten sehe ich schon die Box. Das war ja ein blödes Versteck, der stirbt hier. Und dann versteckt das auch hier. Oder ich habe ihn einfach am richtigen Zeitpunkt erwischt. Moment mal. Ich glaube, ich kann das Schild jetzt upgraden. Nein. Das. Bowers.
Megawatt Hammer Shock Grenade. Perfekt, beides ist voll, das wusste ich gar nicht. Polarity Wall. Jo! 3000 investiert. Increase the size. Das will ich aber auch jetzt auch sehen. Die Größe ist immer entscheidend. Oder habe ich eine. Okay, ich höre auf zu reden. Irgendwie bin ich heute nicht in der Lage, einen richtigen Satz zu bilden. Schlecht gefrühstückt wahrscheinlich. Ich glaube, den Satz habe ich schon mal gebracht. Noch schlimmer. Oh, wieso laufe ich weg? Ich will doch Satellite abnehmen. Okay. Na los, Cole. Flieg mal einen Tick schneller oder gleite schneller. Oh nein, jetzt wird ein kleines Rennen, ein kleines Rennen. Was? Also echt, ey, dieser Platz sieht doch genauso aus wie der aus dem ersten District, aus dem Neon District. Climb up. Nö, das werde ich nicht machen, weil ich dort einen Blast Shot gesehen habe. Also da, so komme ich dann nicht ran. Weil die Macher irgendwie alle so bescheuert platziert. Platzieren oder platziert haben. So, bloß nicht. Was? Wie kommt der denn dahin? Hab ich den? Ja, oh, war klar. Warte, bis ich dich erwische. Warte nur ab. Ich würde dafür sorgen, dass du keine Kinder mehr kriegen kannst. So, nochmal speichern. Nein, kein New. Was passiert? Nein. Nein. Ach, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Der hat ein Spiel neu gestartet. Ich hab doch Kreis gedrückt. Aussieht, muss ich den ganzen Kram wiederholen und habe so viele Blast-Shots gekriegt. Überspringen kann ich das auch nicht. Wisst ihr was? Ich mache einfach die Story-Mission weiter und werde den ganzen Kram dann offscreen machen. Ja, Crispy Cole, steh auf. Konnte mir das noch passieren? Hallo. Weil dieses verdammte schwarze Bild, echt, ey. Ich weiß nicht, wieso dieser scheiße Pog so ein Mist mit anstellt. Nein, will ich nicht. Race. Oh, Glück gehabt. Ich muss doch nichts machen. Danke, die Autosave. Ich speichere lieber jetzt noch einmal ab, aber diesmal richtig. Save? Ja. Das? Ja. Oh. Krieg echt die Krise heute. Polarity Wall ist nicht völlig geboostet worden. Ja, mir fehlen irgendwie 100. Schwarze Bild schon wieder. Ey, sag mir, ist der Pock gleich abstürzt. Ich speichere nochmal ab, weil ich darauf keine Lust habe. Ja, natürlich speichere ich ab. Wieso ich dieses schwarze Bild so sehr hasse? Ah, beim Rendern. Also, bei mir taucht jetzt so für ein paar Sekunden das auf, das schwarze Bild.
Aber wenn ich das später rendere, dann wird das vom Herrn Bock nicht so dargestellt. Der überspringt einfach die Bilder und die Audioaufnahmen sind asynchron dann, weil mein Audacity läuft ja noch die ganze Zeit ohne Probleme. Aber das nicht. Ich höre einen Deaddrop, wo ist der? Wo ist der Deaddrop? Vielleicht hier drüben? Nein, aber hier ist ein Blast-Shot. Acht Stück? Nee, ich habe die kleine Box gefunden. Na egal, der Drop. Ich war ganz gerade ruhig, weil ich hören musste, wo das Teil ist. Das interessiert mich jetzt nicht. Ich mache Satellite Uplink. Die Mission Satellite Uplink. Ja, wie gesagt. Wenn ich das in den Sony Vegas reinpacke zum Rendern, dann ist alles okay bei Audacity, also die Aufnahme, die kein Problem, kein Rauschen, gar nichts. Aber wenn ich dann das, die Datei von Epoch reinpacke, wo ich jetzt dreimal das schwarze Bild hatte, dann habe ich pro schwarzes Bild, glaube ich, 3 bis 4 Sekunden des Bildes, also ist dann so asynchron, das heißt, falls ich da nicht aufpasse oder das nicht richtig dann schneide, kann es sein, dass ihr mich erst, dass ihr erst das Bild seht und dann mich erst reden hört. Also 3 Sekunden pro schwarzes Bild, das 3 bis 4 Sekunden, das heißt 9 bis 12 Sekunden insgesamt. Und das erhöht sich, also und das verschiebt sich immer mehr, je öfter das passiert ist. 9 Sekunden. Cool, ich sehe das Licht nicht. Doch, da hinten. Call, du Dreckig. Oh, ich hab's noch geschnappt. Vier Sekunden. Wie soll ich in 4 Sekunden wissen, wo der ganze Schrott ist? Na los. Ich muss, glaube ich, öfters jetzt aufs Radar gucken. Wie viel dann noch hört auf damit? Meine Nerven halten das nicht mehr aus. Noch mehr. Komm schon. Ach, sehr schön. Hallo? Hallo? Gut, das heißt noch mehr Missionen, noch mehr Missionen. Zum Glück wurde es abgespeichert, echt. Dafür liebe ich Autosaves. Satellite Upgrade Activated. Na, wie viele Missionen haben wir noch? 2 Stück. Ulterior Motives, das hört sich schon mal schön an. Terror Boss, nee, das mache ich zuletzt. Na, okay, sind ja noch 2. Dann geht das so wieder weiter mit der Story. Aber egal. Terror Boss hatten wir schon als Story und glaube ich 2 oder 3 Side Mission und das will ja keiner, wird ja langweilig. Langweilig. Irgendwann hat mit einer Rakete, glaube ich, mich, besser gesagt, wollte mich anschießen. Würdest du bitte hier weggehen? Das ist mein Gebiet. Okay, noch nicht. Oi, 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 oi.
Ich habe das Gelb gesehen. Und du Trottel, hör auf runterzuspringen. Irgendwas Blaues stach mir ins Gesicht. Also echt, ey. Ich dachte, das wären alle Sniper hier. Toll. Jetzt muss ich denen helfen. This is too much. I just got a call from some FEMA paper pusher telling me I need to stop my broadcast. Can you protect me while I get some stuff from my locker? I'll give you something you might like. Said I could be tried for treason. Treason? Okay. Wow. They lock us up in here, piss all over our constitutional rights, and I'm the traitor? The audacity of these idiots is mind-boggling. If they want me shut down, they're gonna have to come in and drag me out of here. So höre ich das Radio die ganze Zeit. Alter, zieht Leine. Ist der Konduit tot? Sehr schön. Klein Bastard. Beeil dich, ich will meinen Schatz. Mein Schatz. Boah, wo ist denn dein Wandschrank denn? Oh, oh. Na, kommt mal her. Oh, das war eine schöne Explosion. Da ist noch eine gewesen. Headshot. Lauf dazwischen. Lauf ins Kreuzfeuer. It's that locker over there. You'll have to take out those Dustmen guys first. Hier sind doch gar keine. I've been collecting and hiding these things, keeping the gangbangers from getting their hands on them. Here, you can have one. Thanks for helping me out. Hmm. Guy's offering me one blast shard, even though he has four or five of them. I can take what he's offered, or I can fry him and clean out the whole locker. Ihr wisst schon, was wir tun. Ich muss ihn einmal heilen, also musste ich jetzt so entgegenarbeiten. Ein. Hm? Das kann doch nicht sein. Mir fehlt noch ein Gebiet, das dieses Teil kann doch nicht 6% sein. Und da ist der letzte, den ich brauche für das Upgrade. Oh, das Pad vibriert wieder mal seit langem. Das ist in diesem Spiel schon lange nicht mehr passiert. Okay, stellt euch jetzt nichts Falsches vor. Ihr Schweine. Moment mal. Also echt, wollt ihr... Feuerwerk. Silvester ist noch nicht. Dauert noch ein paar Monate. Aber wir können hier schon mal vorfallen. Okay. Ich merke gerade, das war komplett sinnlos, wie ich da hochgeklettert bin, dann irgendwie dann dagegen gelaufen bin und dann nicht richtig springen konnte. Irgendwas verfolgt mich. War klar, dass es wieder so ein kleiner Köter war. Bin ein Tierfreund, aber das ist wirklich. Da will mich jemand überfahren. Jetzt nicht mehr. Oh! Ja, klar. Schießt ihn da so 8 kleine Raketen oder was weiß ich, wie viele das waren. In den Hintern und der überlebt das. Aber hinsetzen kann er sich nicht mehr ordentlich. Boah, ich bin irgendwie voll begeistert vom Spiel heute. Es liegt daran. Ja, was heißt, es liegt daran? Gar nichts liegt dran. Ich spiele es halt so, wie es ist.